Okay. Ups! Nein! Autsch! Der schöne Klee ist an! Tut mir leid. Huha! Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Ja, das hast du. Geschafft. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Da steckt mir nicht so ein Zahnaufding drin. Harrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Ach, egal. Aber wirklich, hör nicht auf die, Jerry. Mein armes Gold! Mein Gold! Mein... Wertlose Plastikdubletten! Verdammt! Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küssen, Banshees! Das ist doch Jerry, der junge Klempner! Als hättest du mich aus meinem Wahn befreit, mein Junge! Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet! Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesem Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein! Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Auge. Schön. Hagel, Regen und Nebelschwarm. Danke, Mr. O'Donnell. Der Bann über mich ist gebrochen. Ich kehre heim. Ein O'Donnell ist für die Freiheit geboren. Merk dir das, du hässlicher Muschelhocker. Tja, war wohl nichts, Zadov. Ach, da oben ist der Nagel, den habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, der zweite Nagel. Ich schätze, es fehlen noch zwei Theaterstücke. Das dachte ich mir schon. Die Zune. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune! Schaut mal, der Wächter hält sie fest. Kitsune! Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Es darf nichts geben. Und selbst wenn... Wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Okay.
wie? Besser nicht. Besser nicht. Was steht denn da dabei? Schwarzer Nagel und bronzefarbener Nagel, okay. Lauter. Wieder so ein Nagel. Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Der ist ja gut besser drauf. Auf Abstand. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche einen Menschen. Meine Augen mögen blind sein, doch meine Nase täuscht mich nie. Hey! Sie sind gefährliche Tiere. Oh Mann, Kitsune klingt richtig gefährlich. Hey, wie wär's damit? Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ich glaube, hier... Das Glöckchen wird auch nicht funktionieren, wenn ihr die Ohren zuhält. Törichter Junge, ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein. Nichts. Schade. Ihn können wir gar nicht anklicken. Nur die Zettel. Ah doch, hier oben. Was ist das? Hä? Hier oben leuchtet's, aber da ist nichts. Okay, komisch. Sehr komisch. Besser nicht. Kitsune, wie kriege ich dich da raus? Wie kriegen wir dich da raus? Wohl. Besser nicht. Er riecht uns. Ich glaube hier... Warum wird hier keine Täuschung benötigt? So ein Quatsch. Nicht... Ich glaube... Nichts. 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 Das haben wir jetzt alles schon mal probiert, vorsichtshalber. Und jetzt ist die Frage. Da passe ich besser. Das klappt so. Das klappt so. Wir müssen irgendwie lauter klingeln. Toll, ein neues Skript. Im Bann des Zarow, der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Au! Tja, Jerry. War schön, dich gekannt zu haben. Kitsune! Sie hört mich. Ein Mensch, es gibt. Ah! Es darf und selbst ein Bitte.
Moment, vielleicht so? Da passe ich. Wir können ihn nicht anklicken, das ist doof. Genug zu mir anklicken. Hey! Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Kitsune! Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Und Jerrys Tonträger zersprang. Super! Der Tonträger ist zersprungen! Ich bin besser vor. Diesmal schleiche ich mich an. Achtung! Jerry will dich beklauen. Wehe dir, Mensch! Oder ich beiße dir den Kopf ab! Petze! Nichts. Schade. Ich glaube, hier wird kein... Ich glaube... Da passe ich besser gut. Ich bin besser. Ich bin besser. Ich bin besser. Ich bin besser. Besser nicht. Kitsune, geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune, hör nicht auf ihn. Er ist nicht er selbst. Er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Sehr schön. Kleine Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Hey, sehr schön. Freundschaft entfernt den Nagel? Na, das glaubt doch keiner. Okay. Und wer ist Nummer 4?
Okay, hier ist niemand. Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser. So weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Jerry on the rocks. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Hasen, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Wo waren wir? Der mächtige Polwal brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er: Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Loszulassen. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleiten. Also bisher haben wir noch keinen Zauber gebraucht in diesen Theaterstücken? Nichts. Schade. Können ja alles angrabbeln. Eisschollen und Wasser, soweit das Auge reicht. Jerry war fasziniert von der ewigen Kälte der arktischen See. Der Anblick der eisigen Wolken genügte schon, um Jerry sehr zittern zu lassen. Super! Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen... Ein literarischer Geniestreich höchster Güte! Der Titel lautet Im Bann des Zaroff. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwal sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Aha. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Ruhe. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Meine auch. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen wird. Oh. Oh. Und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen, widerlich. Ruhe. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke.
Okay, sind wir hier oben? Nix, nur den Polwall hier unten. Wieder der Ozean und zuletzt der Nagel. Ich komme noch nicht dran. Auf keinen Fall schwimme ich durch das eiskalte Wasser. Der Nagel. Hören Sie einfach auf. Ich weiß, dass dieser Nagel weg muss. Er ist böse, genau wie Sie. Aber... Nein, ich will nichts hören. Der Nagel muss weg. Jetzt hören Sie mir mal zu, Herr. Der Nagel muss weg. Basta. Jerry! Ruhe. Nein. Wie kam die Wissenschaftlerin eigentlich darauf, dass sowas Wale anlocken würde? Jerry hielt die Lichterkette in die Höhe. Und gleich sprang der Polwall meterhoch aus dem Wasser und begrub den Jungen unter seinen gewaltigen Kiemen. Kiemen? Wale sind Säugetiere. Ha, wie peinlich. Eine Leine ins Wasser halten ohne Haken? Ziemlich sinnlos. Okay. Hui, jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. ja. So stelle ich mir die Angelroute vom Weihnachtsmann vor. Der nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil! Eigentlich meinte ich... Der Polwall hatte angebissen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabel. Der... einen Moment. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein 12-Jähriger für Sie die Kunst machen muss. Okay. Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Das Meer ist doch nur aus Plastik. Ich zieh mal am Kabel. Ja. Huch, das ist ja eine Windmaschine. Nochmal. So. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein, das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Unsinn! Schon viel besser. Danke.